Mein Name ist Sifu Markus Senz. Ich leite das Senz for Wiving Chung System und ich erkläre euch jetzt mal den richtigen Iras. In vielen anderen Systemen wird der Iras erklärt und wird auf der Grundlage des Luanting gelehrt. Und bei Luanting ist eine falsche Sache leider passiert. Und zwar beim Öffnen wurde gesagt, dass die Knie zusammengehen, okay, und das ist falsch. So, erstens bekommt ihr dadurch Knieschmerzen mit der Zeit. Zweitens habt ihr keinen festen Stand dadurch, wenn ihr die Knie zusammenzieht. Drittens kommt die sogenannte Stippefoot nach hinten. Okay, das macht einen krummen Stand und ihr habt auch kein Gleichgewicht mehr. So, das erste beim Iras, was man macht, ist, die Füße stehen zusammen und öffnen sich in 90 Grad Winkel. Dann drehen wir auf dem Drehpunkt. Das ist der Drehpunkt, der ist genau unterm dicken Zeh. Drehen wir die Füße in ein 60 Grad Dreieck. So. Der Mensch hat nämlich so Füße, die sind so gebeult. Die haben vorne einen Aufsatzpunkt und hinten einen Aufsatzpunkt. In der Mitte setzen die normalerweise nicht auf, zumindest nicht bei geradem Boden. Viele Systeme wenden und gehen in Iras über diesen mittleren Punkt. Das sieht dann so zum Beispiel aus, diese Wendung. Okay? Das ist Kuddelmuddel, das funktioniert nicht, auf den Mittelfuß zu wenden. Wir haben zwar in der UG-Form ein ganz kurzes Stück, wo das mal gemacht wird, das sind aber Notfallprinzipien, wenn ich gar nicht mehr anders kann. Okay? Aber auf dem Mittelfuß wird nicht gedreht. Genauso wie viele nur auf der Hacke drehen, bei den Wenden zum Beispiel, auf der Hacke habe ich kein Gleichgewicht. Vorne auf dem Ballen habe ich Gleichgewicht, durch meine kleinen Zehen kann ich immer ausgleichen. Deswegen auch diese Wendung ist auch nichts. Kein Gleichgewicht, das ist wie auf Stelzen. Und wenn ich ein paar Mal hintereinander stehe, ich irgendwann im Spagat. Okay? So, ich komme zurück zum Iras. Wenn ich den Iras um 90 Grad geöffnet habe und dann auf dem Drehpunkt gehe, um 60 Grad öffne, steht meine Schulterlinie genau zwischen diesen beiden Punkten hier. Das ist meine Schulterlinie. Diese hier. Dann habe ich noch zwei Linien, und zwar die Linie vom Drehpunkt hier vorne und von dem Drehpunkt hinten die Ferse. Das ergibt im Ganzen nachher ein Dreieck, ein 60-Grad-Dreieck, was hinten weitergeführt wird. Wie man zu dem richtigen Maß des 60-Grad-Dreiecks kommt, wo das genau hingehört, komme ich auch gleich noch zu. So. Jetzt kommt das Wichtige des Iras. Ich gehe ein bisschen in die Knie und dann spanne ich mein Popo an. Und zwar die innere Popomuskulatur. Das, womit ich normalerweise einhalten muss, wenn ich auf Toilette muss. Zusätzlich spanne ich die innere Popomuskulatur, die ich von außen fühlen kann, an. So. Und wenn ich das mache, passiert Folgendes. Dann geht das Becken nach vorne, und zwar Beckenboden geht nach vorne, durch den Popo zusammengreifen. Dann sieht das so aus, als würden die Knie zusammengehen. Das sieht aber nur so aus. Vor allen Dingen ist da Popo zusammengreifen. Das ist die Aktion, die ich mache. Und dass die Knie zusammengehen, ist eine Reaktion. Das darf nicht umgekehrt sein. Ich darf nicht mit den Knien aktiv so machen. Dann stehe ich nicht. Okay? Also der Popo muss sich anspannen. Dieser Popo bleibt angespannt. Und mit angespanntem Popo setze ich mich. Und dann merke ich, ich kann nur bis hierhin. Es geht gar nicht tiefer. So, was merke ich in den Beinen? In den Beinen habe ich, wenn ich den Popo anspanne, rotieren die Beine vorne gesehen nach außen. So. Und nicht nach innen. Also dieser Inverse Rotated ist eigentlich out-rotated, nach außen rotiert. Durch den Po anspannen, rotiert es nach außen. Was passiert mit den Füßen? Wenn ihr das macht, merkt ihr am vorderen Drehpunkt hier zwischen, der Drehpunkt vorne will nach außen. Der will nach da. Und die hintere Linie will nach innen. Will da rein. So entstehen zwischen meinen Füßen eine sogenannte Druck- und Zugspannung gleichzeitig.
Zug und Druck gleichzeitig. Okay, also 60 Grad Dreieck, Popo ankneifen, hinsetzen mit angekniffenem Popo, dann spürt ihr in den Füßen diese Spannung, man saugt sich fest. Wenn das trainiert wird, oft genug, ist nachher die Spannung so stark, dass sie hier wirklich wie festklebt auf dem Boden. Okay? Das ist dann der sogenannte feste Stand Iras. Also unser Iras heißt jetzt nicht Inverse Rotated Abduktorenstand, sondern unser Iras heißt immer richtig Anus schließen. Hört sich witzig an, aber ist wahrhaftig Iras. Okay? Ich komme zu diesem Dreieck. Das hier sind die Rotationen der Beine. Die ziehen sich so hin. Und dann verschiebt ihnen die Linie. Jetzt habt ihr hier an meinem Dreieck gesehen, ich habe außen gezeichnet. Das zieht auseinander und da drückt es zusammen. Jetzt ändere ich einfach mal den Aspekt. Ich mache jetzt Pfeile hier drinnen. Und dann werde ich merken, oh, hier drinnen zieht sich das hinten zusammen und vorne drückt das auseinander. Und damit bekommt man eine Zwei-Aspekt-Betrachtung der Sache. Was ist denn jetzt richtig? Zieht das auseinander oder drückt das auseinander? Drückt das zusammen oder zieht das zusammen? Beides ist richtig. Es hängt nur davon ab, wo stehe ich jetzt, außen oder innen. Okay? Das 60 Grad Dreieck rechnet sich so, wenn ich im Iras stehe, steht meine Mutterlinie, das ist die Linie, die durch den Kopf, durch den Hintern hier auf die Mitte geht, steht genau in der Mitte. Da. Daraufhin zeichne ich die Schulterlinie, wo meine Schulter steht, die steht genau zwischen den beiden hier. Und hier ist die Schulter. Bei vielen Systemen wird gesagt, die Schulter steht außen, bei anderen die Schulter steht innen, die Schulter steht davor, dahinter und so weiter und so fort. Die Schulter steht von der Anatomie des Körpers dann genau in der Mitte vom Mittelfuß. Da. So. Und von hier aus male ich jetzt im Prinzip dieses Dreieck, das 60 Grad Dreieck. Und zwar so, dass dieser Mittelpunkt, wenn ich den jetzt mit Linien verbinde, wie man das in der Mathematik immer gern macht, um die Mitte eines 60 Grad Dreiecks zu finden, gehe ich von der Spitze, gerade Linie runter, gehe von der Spitze und hier der Mitte, da eine Linie ziehe ich dann, klack, 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 klack. Und genauso umgekehrt, klack, 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 ziehe ich hier auch eine Linie. So finde ich vom 60 Grad Dreieck genau die Mitte. Und dann kann ich das Dreieck quasi zu Ende zeichnen und stelle fest, dass die Füße an den beiden Schenkeln genau mittig stehen. Das ist das 60 Grad Dreieck des Iras-Standes. Okay? Soweit verstanden? Ja. Okay, so, die Zahl 2 also ist da drin versteckt im Iras. Und in der Logik der Schöpfung ist in der Zahl 2 die potenzielle Kraft versteckt. Die potenzielle Kraft ist Zug und Druck gleichzeitig. Die Zahl 2 zeichnet sich als gleichzeitig aus. In dem Schöpfungsprinzip oder Daoismus male ich das immer ganz gern so. A und B sind gleichzeitig. Wenn das die Zeitlinie ist, Zeit, so, ist das gleichzeitig. Die Zahl 3 ist dann die sogenannte Abfolge. Da gibt es das dann hintereinander. Auf die Zahl 2 folgt die Zahl 3, wäre dann in dem Fall A und das folgt dann B. So, in Bezug auf die Kräfte ist die Zahl 2 die potenzielle Kraft und die Zahl 3 die kinetische Kraft. Und die kinetische Kraft entsteht in dem Moment, wo ich die potenzielle Kraft löse. Wo ich hier ein Teil wegnehme, fängt das ganze Ding an sich zu bewegen. Das ist dann die sogenannte Wendung. Wenn hier drinnen der Druck und Zug da ist, die potenzielle Kraft, und ich löse mich von der rechten hinteren Ferse, einfach, oh, passiert das. Boom. Als wäre hier zwischen ein Gummiband, was sich zieht, okay? Ich löse hinten die Ferse,
dann kommt das Ding rum. Und dadurch entsteht Kinetik, bewegende Kraft. Das ist die Zahl 3. Okay? Beides zusammen macht die sogenannte Zahl 23, aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Ich bedanke mich fürs Zuhören.